So, und jetzt bin ja ich die arme Sau, die jetzt klettern darf. Schauen wir mal. Da überall rumgeht und wo ich ja was finde, wo ich hoch kann mit meinem lustigen Feuer. Hm. Also das ist jetzt der sechste, der zehnte Teil. Der zehnte Teil. Top Rider. Ja, ah, da ich bin gleich wieder. Hey, ich bin so die Katze. Katze. Ah, da kommt welche. Oh, ja. Das geht. Ja, Pistole. Hast du Munition? Oh, oh, super, ja. Ich triff. Ich bin der Geilste. Der Hammer finde ich, dass das halbe Magazin leer ballern muss, dass du mal einen triffst. Ja. Ja, beziehungsweise bis die sterben. Ja, eben. Ah. Schön in die Hand geschossen. Ja, so ist klar, dass das Magazin gleich leer ist. Ja, ey. Kollege. So nicht. Oh, 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 oh. Das ist nicht lustig. Ah. Das war lässig. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich den triff. Oh, das ist auch so ein Model. Oh, da. Ach nee, komm. Die Typen, die gehen echt tierisch. Die sind total nervig. Was soll denn das? Oh, scheiße. Ja, scheiße. Oh, 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 oh. Ach, ja. Ah, hat's gereicht? Doch, hat mir gereicht. Weiß nicht, wahrscheinlich. Nicht ja, ganz. Dann wieder rein. Ah. Das ist blöd. Nee, Michi. War ein bisschen abgelenkt gerade. Ja. Der Moment, den wir den Controller niemand der mag. Das ist jetzt der. Jetzt sieht's gut aus, oder? Ja, ich glaube. Du hast ihn doch vorhin doch erwischt. Ja, das sieht's mal. Geil, ich bin. Ja, du bist ein Tier. Naja, ich sag das. Hüpf. Ja, direkt erstmal auf den Druck. Ja, ja, klar, warum nicht? Oh, was habe ich jetzt? Oh, oh. Was geht jetzt ab? Ich werde eine Videosequenz auf jeden Fall erschaffen. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach, du Kacke! Oh, der ist ja voll ausgestattet. Ja, wie kriege ich denn den jetzt platt? Du schaffst das. Ach du Scheiße! Ich schaff hier gar nichts. Kann ich lang nachladen. Ich könnte von dem nichts. Es kann unmöglich sein, dass er so schnell rennt wie ich. Kann ich mit dem machen jetzt am besten? Erstmal blitzen. Blitzen ist eine gute. Ja, genau. Sachen werden jetzt. Hallo? Weißt du, was ist denn aber? Weißt du, was ich komisch finde? Wo ist meine Knarre hingekommen von vorhin? Meine Dinge ist weg. Welche? Mit dem hätte ich die schön platt gemacht. Ja, die ich eingesammelt habe, die Dinge mache da. Die ja, hast du doch im Inventar noch. Aber. Mhm. Ach, ich mach die mir einen blanken Hand kalt. An Kanten Schlag. Dann sieht's aus. Chuck Norris. Da. Einmal rundum drehen und dann da so. Wir. Ja, man sollte dann. Ja! Mach das blöde Ding da vorne dran wieder weg, du Pisser. Oh! Aber da ist er frei, wenn du. Weißt du, wenn du dich so bückst? Wenn ich mich so bück. Ja, das ist. Ich bin kein Bückstück. An dem Fall nicht dein Bückstück. Ja, aber seins. Ja, das vor allem, wenn der eine Knarre anstatt ein Schwert dabei hätte, wäre ich ja schon lang tot. Also eine riesen Ausrüstung dabei, aber kann hin mal eine Knarre. Ja, direkt erstmal die Munition verbrauchen. Ja, ich denke, ja. Den muss ich ziemlich irgendwie losballern. Ich glaube, du kriegst es nachher dann hin, wenn du über, weißt, wenn der an dich rankommt. Ja. Und du ausweichst. Wenn der an mich rankommt, ja, und ich so, ausweich. Weißt, dann schlägt er und dann ist er kurz frei. Ja, so. Genau so. Ja. Siehst du, dann trifft er dich nicht. Hast ja, aber nicht war ich zu langsam. Ah, du hast glaube ich keine Munition mehr für die Pistole, kann das sein? Na ja, super, das machen wir jetzt. Na ja, doch, das habe ich noch. Noch vier, glaube ich. Ja. Ja, Pfeil und Bogen habe ich doch da noch irgendwo. Ja. Ich glaube, nichts anfangen. Ja. Das verträgt aber ganz schön viel, leckt mir am Arsch. Ja. Ja. Hahaha, Kollege Schnürschuh. Jetzt gibt's den Kragen. Jetzt. Ja, Respekt. Kleiner Pisser. Na toll, ja. Und wieder so ein Molotow-Cocktail. Ach man. Ja, da kommt nicht mal mehr zum Werfen. Ja, besser ist. Mädchen. Das Baseballspieler hat er schon lange verloren. Und ein bisschen tolle Gegner, um sie zu finden. Rein in die gute Stube, ist wärmer. Haha. Hm. Komm, hör auf.
Komm, nehmen wir Feuer mit. Hatten wir noch nie. Soll ja warm machen. Hier kriege ich jetzt keine Propaganda-Fahnen, um sie zu verbrennen. Nee. Manu. Ich habe noch gar nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich lässt wieder keiner aus am Fackeln. Ich warte immer noch drauf, bis mal irgendwann so ein Container explodiert, weil wir mit dem Feuer drauf rumrennen. Genau. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt. Ich wollte mich ein bisschen fit halten. Ja, Klimmzüge. Ja, ich habe ja noch nichts zu tun gehabt, ja. Klimmzüge am Brotkasten. Ein paar Pussys hier erledigen wir ja nicht das Problem. Und ja. War da etwas drin? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ja, da waren wir so Dingswisch, so ein Aufwertungsmaterial, Zeug. Ja, so. Wie immer halt. Ja, nichts Wildes. Na dann. Die Fackel ist schon an. Die menschliche Fackel. Oh! Eine Ratte. Eine Ratte, das war eine Tschernobyl-Ratte, so groß wie die war. Ein Hund quasi. Ja, genau. So, wo ist der? Ah, so schnell. Da hätten wir mal wieder Feuer, falls ich was brauche. Da hast du auch Feuer. Ja, überall Feuer. Ah, das Lagerfeuer. Was war das? Ach, schon wieder Buch. 14. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ein paar Tage vor meinem 5. Ich brauche Zeit und Platz, 1782. Um den Ort zu studieren. Nee, 1982. 17. mehr. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und ich eine mysteriöse Königin. Ja, Alter, genau. Mit ihr begann alles. Na dann, mal eben. Wir rennen hier noch ganz schön viel rum. Ja. Mal eben 200 Jahre. Naja. Weiß man nicht, was man nennen soll. Ja, da muss ich immer so rumeiern und dann überlegt, macht das Sinn oder nicht oder wie. Ah, da hast du gesehen, da war unsere Tschernobyl-Maus. Nein, hab ich gerade nicht gesehen. Ist gerade durchgerannt, ein Riesending. Die Tschernobyl-Maus. Ja. Naja, aber da kannst du mal gucken. Da ist ja schon der. Hier ist immer, dass ich schneller kletterreich bin. Ja, Respekt. Na, gesehen, ja. Und jetzt? Wenn mir ist der Kollege schneller Schuh, mit mir klettern gehen wird, hat er schon Angst. Hier, der Messmacher, der Reini. Ah. Wenn Angst kriegen, wie schnell ich da auf dem Mount Everest wäre. Ja, super. Du rennst da einmal. Mittagsspaziergang. Los geht's. Hör ich hier Kritik an meiner nein. Laufrichtung? Nie. Jetzt hast du ja nur zum Glück die Möglichkeit nach oben. Ja, wahrscheinlich stehen da oben jetzt 300 oder so. Ja. Weiß ich nicht, war es alle super mumifiziert und ausgerüstet und weiß ich nicht. Ja, siehst du schon jetzt los? Ja, super. Hm. Und wie komme ich da jetzt nachher wieder runter? Gar nicht. Wird völlig überbewertet. Ja, wer will das auch? Soll da oben einsam sterben? Genau. Für die Massen. Oder für die... Hätte ich da jetzt nicht... Ja, das sieht sogar noch gut aus. Ja, du kannst... Ich habe wahrscheinlich sowieso eine... Oh, schön aussieht. Ja, ich dachte, da steht jetzt irgendwie ein, zwei, die mich kalt machen wollen. Ja, das glaube ich nicht. Na, siehst du, aber... Aber hier, Tschernobyl-Vögel. Die Vögel. Schwarzer Rabe bedeutet der Tod. Ja. Nicht gelernt bei Harry Potter. Gut, wenn du dich da nicht... Nee, das war ein Grillen. Scheiße. Was? Grillen? Ja, Grillen. So, Mädchen, jetzt geht der Punk ab. Komm, jetzt müssen wir klettern. Ja. Auch die Treppen werden immer besser. Wir bauten sowas zum Hochklettern. Guck mal, da fehlt dir ein Stück. Du musst jetzt hüpfen, oder was?
Naja, mal so. Ach so. Nee, ich bin der Geilste. Das ist überhaupt kein Thema, wie ich das hinkriege. Pass auf, jetzt haut es mich wahrscheinlich so auf. Jetzt knall ich so bis da runter. Und dann bleibst du an so einem Posten hängen. Ja, irgendwie. Ja, oh, ja. Das ist Mädchen-Lieblingssport. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum wir eigentlich wieder da hoch mussten. Um das Signal zu verstärken von einem Funkgerät. Ach so. Denke ich mal. Ja, irgend sowas war es. Ich wusste aber nicht mehr, was es genau war. Eigentlich fühlt sich's gerade an, als hätte ich das Spiel jetzt gewonnen. Zu Ende. Genau, hier hört's auf. Ich bin oben. Das ist aber ein kurzes Spiel. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Siehst du? Ja. Jetzt fällt's runter. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Woher ich immer alles weiß, wie das geht? Ja, so ist es halt. Danke. Die kann alles. Na, siehst du, dann musst du ein bisschen drehen. Jetzt muss ich auch mal selber hier rumeiern. Ja. Früher sind, wenn du den Weltempfänger einstellen musstest. Genau. Notsignal. Na, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf sie. Hart. Jetzt muss ich noch ein visuelles Signal machen. Da ist eine große rote Lampe. Genau, sieht man doch. Nein, eben. Reicht doch. Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Mit Feuer. Nee, mit Feuer? Das hat das ganze Spiel noch nicht. Der kleine Feuerteufel. Jetzt wahrscheinlich habe ich jetzt mega Probleme, irgendwo Feuer zu finden. Ja. Ja, jetzt das ganze Feuer auf der ganzen Insel ist kein Feuer mehr. Genau. So, also jetzt muss ich erstmal irgendwie darauf. Oh mein Gott, ich bin ja genau, das will ich auch leben, das will ich auch überleben. Da wird sich sowas von runterknallen, das kannst du gar nicht glauben. Ja. So kommt man definitiv runter. Gab's sogar schon in echt? Was? Bei mir im Ort. Echt? Fallschirmspringer. Gleitflieger. Ist in Ding reingesprungen. Wie heißt's? Ein Skilift. Na dann. Und wollte sich abseilen und hat sich einfach mit dem Karabiner in das Seil gehängt. Na, das und dann kam er mit so Speed runter, dass er unten gegen den nächsten Pfosten geknallt ist. Und er war tot. Ja. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ja. Weil das dann visuell größer ist wie oben die rote Lampe. Oh, also da muss ich jetzt den Spielemacher mal sagen, ein bisschen. Ja, aber das ist ein Tank, der fliegt dann bestimmt in die Luft. 2000 Milliarden Kilometer hoch. Ja. Das selbst die vom Mond wissen, wo ich bin. Die wissen das sowieso. Das sind wahrscheinlich die Einzigen, die das wissen. Ja. Siehst du, das wusste ich genau. Jetzt habe ich nirgends mehr Feuer. Die ganze Zeit habe ich überall irgendwas gebrannt. Ich müsste eigentlich einfach nur das ganze Spiel wieder zurücklaufen. Guck, dann können wir nicht schnell die Feuer machen. Feuerstahl hast du jetzt. Jetzt kannst du. Ja, ja. So sollte es gehen. So kannst du immer Feuer anmachen. Brauchst nur lange genug. Ich bin mir sicher, dass es in diesem Jahr schon Feuerzeuge gab. Ja, aber kein Feuerstahl brauchte. Naja, aber wenn die halt kein Feuerzeug hat, dann ist das schwierig. Ach. Was war da schon wieder? Zerrbim-Maus da hinten. Nein, lass doch die arme Maus. Nix. So, das wird genau. Jetzt bei der Hauptaufgabe im Spiel, Cherubim-Mäuse zu finden. Ja, Kollege, jetzt jage ich mal das ganze Ding in die Luft. Ja. Jetzt wäre es vielleicht ganz ratsam. Ja, wieso rennt denn die nicht? Das ja, ist ja witzig. Weil die das sind ist doof, ja, witzig. Ja, die ist kacke, die Tussi. Die ärgern mich hier voll. Oh, ein Flugzeug. Jetzt wird's abgeschossen. Ja, wo will denn das da vor allem landen? Hallo? Ein Wasserflugzeug. Was ist denn das? Oh, war so klar. Natürlich. Aber wer schießt denn auf das Flugzeug? Das Ding hat geschossen. Ja, genau.
Hoppinla! Das wurde knapp. Ja. Ja, da geht was. Aber weißt du eigentlich, dass ich bis jetzt immer die ganze Zeit so gestorben bin, du noch nie? Merkst du was? Ja, du hast besser drauf. Ja. Ja, das hätte eigentlich reichen müssen, jetzt um tot zu sein. Na gut, also meine Abseilaktion vorher war eigentlich schon tot. Aber gut. Ja, naja, ist ja. Genau. Ja, rutsch ich aber ganz in eins weg. Ich glaube, jetzt brauche ich dann erstmal eine Pause. Lang mache ich das nicht mehr mit. Na dann. Ja, darüber. Du musst hüppen. Ja, gehüpft bin ich. Ich habe nur vergessen, mich da drüben festzuhalten. Du hast gesehen, noch nicht mal die Hand ausgestreckt, einfach runtergesprungen und dann zack. Wie geht da einfach mal ein Stürmen, Mann? Man fängt schon. Aber auch schön, bist noch nie gestorben. Ja. Und zack, war ich tot. Und jetzt wäre ich eigentlich auch noch taub bei dem Knall. Ja. So, auf ein neues. Gucken wir, ob wir diesmal hüpfen können. Ja, und wieder das Feuer. Natürlich. Ja. Da kommt was. Ja, dann jetzt nochmal. Na, siehst du mal. Ja, was für ein Glück. Ja, hallo, ich weiß, wie das geht. Ich war vorher nur abgelenkt. Ja. Ich hab gedacht, ich habe eine Tschernobyl-Maus gesehen. Und wolltest sie verfolgen. Ja, wollte sie fangen. In den Abgrund. Bin da bin ich wie Tom. Ja. Wenn ich Cherry sehe, dreh ich durch. Na dann. Ja, genau, das wäre ein bisschen. Naja, das werde dann wohl ich machen. Das machst du dann. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ciao. Tschüss.